Russische Paläontologen haben bei ihrer jüngsten Expedition in der Ostsibirischen See eine faszinierende Entdeckung gemacht. Nachdem sie die Überreste eines Wollhaar-Mammuts untersuchten, fanden sie menschliche Spuren an den Stoßzähnen der Tiere. Hier auf diesem Teil haben wir beispielsweise Schnitte, die von Menschen stammen. Sie sehen eine Einkerbung hier und da auch. Die Wissenschaftler wollen nun den Grund für die menschliche Bearbeitung herausfinden. Das könnte Aufschluss darüber geben, wie Menschen zur damaligen Zeit gelebt haben. Mit Hilfe der Radiokarbon-Methode soll das genaue Alter des Mammutskeletts bestimmt werden. Sogenannte Wollhaar-Mammuts lebten im nördlichen Eurasien und Nordamerika. Sie starben vor ungefähr 10.000 Jahren aus. Die Säugetiere gelten als die am besten erforschte Mammutart, da viele Kadaver im arktischen Eis konserviert wurden.